Du möchtest oder musst einen Businessplan schreiben für ganz unterschiedliche Verwendungszwecke, dann bist du heute hier richtig zum Thema ein Leitfaden für deinen Businessplan. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Sub-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und jedes Jahr helfen mir Hunderten von Menschen dabei, genau diesen Businessplan zu schreiben für ganz unterschiedliche Adressaten. Und wir haben dabei festgestellt, dass es einen Leitfaden gibt, den wir selbst bei uns einhalten und den möchte ich heute mit dir teilen. Der erste Schritt, wenn du deinen Businessplan schreiben willst, ist es, ein Ziel festzulegen oder besser gesagt mehrere Ziele. Denn häufig ist es so, dass du deinen Businessplan nicht nur schreibst für die Bank, sondern vielleicht kommt dann noch das Jobcenter oder das Arbeitsamt, vielleicht kommt dann noch der Vermieter, vielleicht willst du noch Risikokapital über Investoren beantragen. Dann hast du 4 verschiedene Variationen deines Businessplans zu schreiben. Und hier ist es entscheidend, dass du dir Ziele festlegst, wo du sagst, hier soll er fertig sein für die Bank, davor soll er fertig sein für das Arbeitsamt, danach soll er fertig sein für die Vermieter und dann hier fertig sein für den Kreis der Investoren. Das heißt, bevor du beginnst zu schreiben, lege die Ziele fest, bis wann was fertig sein soll. Der zweite Punkt ist, dass du aufklärst, dass du dich sachkundig machst, was der Plan, wenn er fertig sein soll, alles beinhalten sollte. Das bedeutet, du setzt dich auseinander mit den Richtlinien. Denn die Anforderungen an den Businessplan seitens des Arbeitsamtes sind andere, als wenn du bei der KfW einen Startgeldkreditantrag einreichst. Das heißt, mach dich sachkundig oder sorge dir einen Berater, der sachkundig ist, der dir vielleicht sogar schon Templates zur Verfügung stellt, die jeweils optimiert und ausgerichtet sind auf die Verwendungszwecke. Wenn du den zweiten Schritt vollendet hast, du hast die Richtlinie recherchiert oder du hast sogar ein Beratungsunternehmen engagiert, das dir nicht nur die Richtlinien liefert, sondern das auch Know-how und die Templates, dann ist der dritte Schritt, dass du mit dem Finanzplan beginnst. Denn noch weißt du noch gar nicht genau, ob dein Geschäftsmodell auch funktioniert. Und das musst du ausrechnen. Denn die Umsätze sind gut und die Absatzzahlen kannst du dir ausdenken. Aber erst wenn du weißt, welche Kosten du gegenrechnen musst, und zwar nicht nur die Umsatz, also die verbundenen variablen Kosten, sondern auch die Gemeinkosten, die Fixkosten, die Personalkosten, die Steuern, wenn du das alles inklusive Steuerberater und Jahresabschluss abgezogen hast, dann bleibt unterm Strich was übrig. Und wenn das eine Null ist oder Minus ist, ist es schlecht. Dann brauchst du den Rest gar nicht weitermachen, sondern du bleibst so lange am Finanzplan dran, bis dein Finanzplan nicht nur Break-Even erzeugt und erreicht hat, sondern tragfähig ist, dass du von leben kannst, sondern dass du auch Gewinne machst, dass du den Kapitaldienst oder das Risiko Fremdkapital zurückzahlen kannst. Erst danach kommt der Schritt 4. Der vierte Schritt ist der Teil des Textes, des lyrischen Teils deines Kredit- oder Fördermittelantrags. Hiermit beginnen dummerweise die meisten zuerst. Das ist so, als wenn du dein Dach baust oder das erste Geschoss zuerst baust, aber du hast das Erdgeschoss und das Fundament noch gar nicht ausgebracht. Erst wenn Plan 3, Finanzplan 3 abgeschlossen ist, wenn du die Richtlinie kennst und wenn du Fristen und Ziele klar hast, erst dann beginnst du auch mit dem Textteil und dann beschreibst du dich als Unternehmerperson, du beschreibst dein Produkt, den Markt, die Mitbewerber, die Organisation, Marketing, Markteintritt und natürlich die Risikoanalyse und kommentierst dann im Textteil abschließend deinen Finanzplan und schreibst dazu zum Abschluss die Zusammenfassung. Dafür haben wir aber hier andere Videos. Beim fünften Schritt geht es nun darum, dass die Unterlagen insgesamt komplettiert werden. Und zwar gibt es für jeden Adressaten hier eine unterschiedliche Checkliste von Punkten, von Unterlagen, die abgegeben werden müssen. Ansonsten kriegst du die Unterlagen zurück. Beim Antrag auf Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit gibt es eine Checkliste. Fehlt etwas, die Gewerbeanmeldung, Steuernummer, Lebenslauf, was auch immer, geht alles wieder zurück. Das bedeutet, du sichtest dann die gesamten Anträge und schaust auf die Checklisten und sammelst alle Anhänge, machst daraus einen Ordner und erst wenn der vollständig ist, gibst du die Unterlagen ab. Und dabei kann natürlich ein Berater helfen, denn er hat die Checklisten. Gut, Agentur für Arbeit ist nicht so schwer, aber bei der KfW, bei der IBB oder anderen Förderprogrammen gibt es unterschiedliche Checklisten, die dir helfen, alles vollständig zu machen. Und der sechste Schritt, Assessment, ist natürlich optional, aber die wenigsten machen es. Die wenigsten bereiten sich darauf vor, wenn es zur Bank geht, einmal das Bankgespräch zu simulieren, vorzubereiten, ihren Pitch zu trainieren, den Ablauf zu kennen, die Fragestellungen und Kataloge der Banksachbearbeiter nicht nur zu kennen, sondern einmal erlebt zu haben. Wir zum Beispiel bei der X-Group machen Folgendes, dort kommst du mit deinen Unterlagen, dann bin ich oder andere Mitarbeiter oder freundliche oder unfreundliche Bankmitarbeiter und dann simulieren wir das komplette Gespräch, was du aufzeichnest per Audio oder Video. All die Fragen zum Finanzplan, zur Antragslyrik, zu den Anhängen, all das stellen wir dir und zwar auf eine unangenehme Art und Weise, aber direkt
so wie es danach auch bei der Bank funktioniert. Und du gehst nach Hause mit den Ideen, mit dem Ordner, bereitest dich vor, dein Pitch vor, deine Präsentation vor, du hörst dir das Audio immer wieder an, machst den Termin, entweder alleine oder mit einem Berater von uns. Und der Banktermin, da fühlst du dich wesentlich sicherer und zuletzt freust du vielleicht schon drauf, während du davor nur Angst hast, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Zusammengefasst ist ein Businessplan zu schreiben und einzureichen bei den Fördermittelgebern, Investoren oder Agentur für Arbeit. Es ist gar nicht so schwer, es ist leicht, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat. Wir machen das 300 bis 400 Mal im Jahr und deshalb kannst du auch gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater, die bundesweit arbeiten, zertifiziert sind, sodass selbst die Kosten zwischen 50 bis 100% gefördert werden. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen, unser Video liken, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Fertigung deines Businessplans oder noch besser deiner Variation, deiner Businesspläne für die verschiedenen Variationen. Denn selbst wenn du deinen Fördermittelantrag 1 erreicht hast, danach kommt der nächste Businessplan für deine nächste Wachstumsphase. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.